Ich vertrete, dass es ganz wichtig und entscheidend ist, Frauen sprachlich sichtbar zu machen. Wichtig ist auch, dass nicht ausschließlich erwartet wird, dass sich die Frauen mehr für die derzeitige Technik interessieren sollen, sondern eben zu überlegen, wie schaffe ich es, die Rahmenbedingungen so zu verändern, dass Technik auch verstärkt für Frauen interessant wird. Und ich zitiere da ganz gern eine Studie aus Mannheim, wobei ich gleich dazu sagen möchte, ich weiß, dass man immer eine Studie findet, die das unterstützt, was man sagen möchte. Und so ist es natürlich auch mit dieser Studie. Aber ich sage Ihnen, Sie können das dann selber auch ausprobieren. Zwei Wissenschaftlerinnen aus Mannheim, die Dagmar Stahlberg und die Sabine Szeschny, haben mit, 2001 war das, mit ungefähr 100 Studierenden, Hälfte Frauen, Hälfte Männer, Folgendes gemacht. Sie haben sie gebeten, die drei beliebtesten Romanhelden zu nennen, und die Kontrollgruppe haben sie gebeten, die drei beliebtesten Romanhelden / Heldinnen zu nennen. Dann haben sie das ausgewertet und haben festgestellt, in beiden Gruppen sind mehr Romanhelden genannt worden, aber in der Gruppe, wo dezidiert auch sprachlich nach Heldinnen gefragt worden ist, sind mehr Frauen genannt worden, als in der Gruppe, wo ausschließlich nach Helden gefragt wurde. Dass die Unterscheidung Sex und Gender auch sehr kritisiert worden ist, das ist auch nicht neu. Und zwar im Zusammenhang damit, dass mit der Unterscheidung Sex, Gender, so getan würde, als ob Gender der Bereich wäre, wo eben Veränderungen möglich sind, wo kulturell historische Veränderungen stattfinden können, und dass Sex, das biologische Geschlecht, sozusagen das Eindeutige ist. Und jetzt wissen wir aber aus der Biologie, dass das Geschlecht selber auch nicht so eindeutig unter Umständen zu bestimmen ist, weil man nach den äußeren, den inneren Geschlechtsmerkmalen, dem Keimdrüsen- oder dem Hormongeschlecht gehen kann und das eben nicht immer hundertprozentig übereinstimmt. Wenn es um das Thema Geschlecht und heute hier um TU geht, dann ist es wichtig zu sehen, dass die geschlechtergerechte Didaktik nur eine Ebene ausmacht. Die zweite Ebene, die natürlich hineinspielt, ist die institutionelle Ebene, und die dritte ist die gesellschaftliche Ebene. Was habe ich eigentlich für ein Bild von Weiblichkeit, von Männlichkeit? Was traue ich Männern zu, was traue ich Frauen zu? Die Haltung ist einfach einmal ein ganz, ganz wichtiger erster Teil. Da geht es noch gar nicht um Methoden oder darum, was kann ich tun, sondern es geht wirklich schlicht darum, mal zu hinterfragen, ob das, womit wir alle aufgewachsen sind, wir sind in einer Gesellschaft aufgewachsen, die ein binäres Geschlechterbild hat, Männer, Frauen, und Zuschreibungen macht, wie weit das eben auch verinnerlicht worden ist und was möglich ist, um diese Bilder eben auch ein Stück weit zu verändern.